Über Geld spricht man doch. Als ich über den Mittelstandsbauch gesprochen habe, der Wohlstandsbauch, jeder kennt ihn, aber kennt ihr auch den Mittelstandsbauch? Habe ich euch erklärt, dass es in Deutschland sogenannte drei Tarifeckwerte gibt. Der erste und zweite Eckwert ist der, der für den Mittelstandsbauch entscheidend ist. Heute geht es um den dritten Tarifeckwert, auch Spitzensteuersatz genannt. Und wenn ihr jetzt nicht genau wisst, wovon ich spreche, ich habe hier nochmal das Video verlinkt zum Mittelstandsbauch, wo es genau um diese Tarifeckwerte ging. Doch zurück zum heutigen Thema, dem Spitzensteuersatz, also dem sogenannten dritten Tarifeckwert im Einkommensteuersystem. Der beginnt, wie gesagt, beim Einkommen ab 58.000 Euro knapp im Jahr und darauf wird jeder Euro darüber hinaus besteuert mit 42,5% Steuersatz. Doch ein Arbeitnehmer zahlt für jeden Euro, der über diesen Betrag liegt, nicht nur 42,5% Steuern, sondern dazu kommen natürlich noch die Sozialversicherungssysteme. Ich glaube, dazu machen wir noch mal ein weiteres Video. Man denkt immer, der Spitzensteuersatz, das sei der Höchststeuersatz in Deutschland. Das ist nicht ganz richtig. Es gibt noch die sogenannte Reichensteuer. Die gilt ab einem Jahreseinkommen ab 274.000 Euro. Das ist eine ganze Menge und das betrifft natürlich wirklich die Spitzenverdiener. Die zahlen also noch ein bisschen mehr. Ich nenne euch ein paar Beispiele für Menschen in der Mitte der Gesellschaft, die in Deutschland aber den Spitzensteuersatz bezahlen. Also Ingenieure beispielsweise im Fahrzeugbau, in der Chemie, in der Energie, in der Informatik. Das sind Menschen, die ein Jahreseinkommen haben, wenn sie gut ausgebildet sind, so zwischen 60.000 und 70.000 Euro. Das sind nicht die Superreichen, also nicht die Geissens dieser Welt. Meinst du, die Fähre kriegen wir? Wir sehen also, der Spitzensteuersatz, der ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und man muss keineswegs Investmentbanker oder Vorstandsvorsitzender sein, um ihn zu zahlen. Kurzer Vergleich zur Geschichte in Deutschland. Wenn man in den 1960er Jahren in Deutschland Arbeitnehmer war, musste man noch das 18-fache des Durchschnittseinkommens verdienen, um den Spitzensteuersatz zu zahlen. Und wie ist die Zahl heute? Das ist das 1,5-fache. Das 1,5-fache bedeutet, wenn man das anderthalbfache eines durchschnittlichen Arbeitnehmers verdient, zahlt man in Deutschland den Spitzensteuersatz und gilt als Spitzenverdiener. Ihr seht also, der Spitzensteuersatz, der hat heutzutage mit Spitzenverdienern in Wahrheit gar nichts mehr zu tun. Aber dieses Beispiel zeigt, in welche Richtung sich das deutsche Steuersystem in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Unser Vorschlag zur Entlastung der Mitte der Gesellschaft. Lasst uns den dritten Tarifeckwert, also den Spitzensteuersatz, später greifen. Steuertechnisch gesprochen bedeutet das, den dritten Tarifeckwert nach rechts zu verschieben, damit er erst später gilt, ab einem Einkommen von beispielsweise 70.000 oder vielleicht sogar erst 90.000 Euro. Das hat zwei positive Effekte. Zum einen sind natürlich weniger Menschen vom Spitzensteuersatz betroffen, aber zum anderen wird der Tarif auch flacher und es profitieren auch diejenigen, die unterhalb genau dieser neuen Einkommensgrenze liegen. Übrigens hat die FDP-Fraktion das, was ich gerade beschrieben habe, schon als Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag eingebracht. Die Große Koalition müsste eigentlich nur noch zustimmen. Man würde echt die Mitte der Gesellschaft endlich entlasten und all die Gerüchte, die über die FDP manchmal erzählt werden, dass es uns um die Spitzenverdiener nur geht in Deutschland, die sind gar nicht wahr. Es sind ganz normale Berufstätige in der Mitte der Gesellschaft, die Deutschland in den letzten Jahren sehr erfolgreich gemacht haben. Die letzte große Einkommensteuerreform in Deutschland liegt weit über ein Jahrzehnt zurück. Muss also dringend was getan werden. Das große Problem dabei ist, dass wir starre Sätze haben, also starre Einkommensgrenzen. Das hängt mit der sogenannten kalten Progression zusammen. Das hat übrigens nichts mit Kühlschränken zu tun. Deswegen fordern wir einen Tarif auf Rädern, der sich automatisch anpasst. Ich will das nicht vertiefen, dazu gibt es noch mal ein anderes Video. Ich hoffe, ihr versteht jetzt ein bisschen besser, was der Spitzensteuersatz oder unter Profis dritter Tarifeckwert im deutschen Steuersystem ist. Schreibt uns gerne, wenn ihr andere Ideen oder Fragen beispielsweise zum Steuersystem in unserem Land habt. Die beantworten wir natürlich gerne. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auf bald und tschüss. Das war Über Geld spricht man. Doch, schaut euch auch die anderen Folgen dieser Reihe an. Ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.